Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum nächsten Part Fußballmanager 2018 unserer Karriere hier mit Inter Mailand in der italienischen Serie A. Wir wollen natürlich weitermachen, wo wir in den letzten beiden Parts aufgehört haben. Das waren jeweils schöne Spiele, hat Spaß gemacht und demzufolge hoffe ich heute auch gegen Genua auf 3 Punkte und einen torfreudigen Immobile im Sturm. Und ja, schauen wir mal, ob das auch so eintrifft. Wäre wünschenswert, aber ja, Fußball ist kein Wunschprogramm. Hinspiel haben wir 3-1 gewonnen, das ist sehr gut. Schauen, ob wir es jetzt auch hinkriegen ohne vernünftige Ansprache. Es wird schwieriger. Und dann liegen wir schon 1-0 hinten. Bernardo Silva, Gott sei Dank, noch mit dem Ausgleich, aber es ist steigerungswürdig. Gehen wir mal jetzt in der Ansprache aufs Ganze. Scheinbar geht das leider nicht ohne, aber ich, wie gesagt, ich kenne mich mit den Ansprachen mittlerweile schon aus und einige gehen halt immer schief, das ist halt so, deswegen nehme ich die nie. Immobile leider mit einer 5,0. Das ist jetzt nicht so stark. Lemar lassen wir mal noch drin, heben wir uns den letzten Wechsel nochmal auf. Für Klostermann auch nicht so überzeugend. Wir bringen Balde. Der macht auch direkt nach seiner Einwechslung das 2:1. Das wäre wichtig. Und wir nehmen den Sieg Gott sei Dank mit. Huiuiui, war aber nicht überzeugend. Immobile wird jetzt erstmal ein bisschen in der Form fallen. Juventus Turin fängt sich wieder und schlägt Neapel sehr überzeugend mit 5:1. Empoli 2:2 gegen Udine. Lazio gewinnt 4:0 gegen Atalanta. Milan gewinnt 4:0 gegen Sampdoria. Benevente Calcio verliert 1:2 im Derby gegen Cagliari Calcio. FC Turin, AS Rom 1:1. Chievo Verona 1:0 Sieg über Perugia Calcio. Und Bologna siegt gegen Delfino Peschiera 1:0. Und das letzte Spiel, AC Florenz gewinnt 4:1 gegen Spal. Ferreira in der Elf des Tages. Milinkovic-Savic, wer auch sonst. Marquisio, Heilfredsson, Higuain, Icardi. Milinkovic-Savic. Der hat noch einen Bruder. Wusste ich gar nicht. Ist auch nicht so schlecht, der Torwart hier, ne? Dafür, dass er erst 21 ist. Den nehmen wir auch mal ins Blickfeld gleich. Vielleicht können wir ihn zuerst holen und dann haben wir für seinen Bruder bessere Argumente. Gucken, ob der teuer ist. Unsere Spieler kommen immer mehr in die stärksten Spieler. Isco, Icardi, ehemals unsere Spieler, Rabiot auch. Alexis Sanchez. Aber ich denke, wir haben alles richtig gemacht mit der Transferpolitik. Also alles richtig ist natürlich immer falsch. Man kann nicht alles richtig machen in den Transfers. Aber es sieht mittlerweile deutlich besser aus. 6 Punkte aus den AS Rom. Das ist noch einigermaßen machbar. Ihn würde ich gern verleihen. Aber ob wir das noch hinkriegen, weiß ich halt nicht. Können wir noch einen Spieler verleihen? Es wäre nötig, denn ich möchte, oder wir verleihen Selke, dass der Spiel Praxis bekommt. Muss ich direkt mal gleich probieren. Ja, ansonsten schließt nämlich auch bald das Transferfenster. Das wollen wir ja auch nicht. Bernard, du bist auf jeden Fall, ja, das schon mal einige Male spielen, würde ich sagen. So viele Spieler haben wir sonst nicht als Backup jetzt. Deswegen kann man da wohl schon mal ein bisschen aktiver an das Geschehen hier rangehen. So, und auch hier 5.000. 3 Millionen lassen wir erstmal. So. Ihn hat man ja als Rechtsverteidiger. Wieso habe ich ihn immer noch als Spielmacher in Erinnerung? Ich weiß nicht, was da los ist. Ja.
So. Keita Balde ist aber auch nur drin, weil er gerade in Form hoch ist. Immobile wieder abgesunken leider. Ich denke mal, der ist auch wegen der 5, Note 5,0 in Form tief. Markus Rashford, Leihanfrage. Ich will erstmal Selke verleihen. Was ist falsch mit dir, Mann? Und wenn wir danach noch jemanden verleihen können, dann können wir überlegen, dich zu verleihen. Dann haben wir halt mit Origi einen schwächeren Backup. Was stimmt denn mit den Leuten hier noch nicht? Selke. Verleihen wir zu Cagliari Calcio. Spielt er da? Probier mal, ne? Ich sag mal nein bei Rashford. Der soll bleiben. Erstmal. So, wir müssen nochmal, oder müssen nicht, sondern wollen nochmal bei Milinkovic-Savic gucken. Sein Bruder ist, ja, Vertrag bis 2021, hat von seinem aktuellen Verein die Nase voll. Ja, wäre bei uns natürlich aktuell nicht besser. Deswegen nehmen wir den erstmal ins Blickfeld. Wenn wir seinen Bruder holen, holen wir ihn direkt auch mit. Will immer noch nicht, schade. Ich glaube, jetzt darf ich aber schon wieder Transfervorbereitung machen, genau. Milinkovic Savic können wir nochmal loben. Hat es ja wieder in die Elf des Tages geschafft. Soll zeigen, wie sehr ich von ihm begeistert bin. So. Jürgen Klopp. Bitte bleib nicht schon wieder hängen, ey. Das ist eine Katastrophe. Justin Kluivert geht zu Arsenal, Lozano zur Hertha, wie gesagt, guter Transfer. Akpoguma zu St. Pauli, ein bisschen teuer. Tagliafico, mag ich überhaupt nicht, kann ich nichts mit anfangen, habe ich auch gestern im Spiel wieder gesehen. Mit Argentinien, wo sie fast rausgeflogen sind gegen Nigeria. Für euch ist das alles schon lange her, glaube ich. Dürfte die WM ja fast vorbei sein, wenn die Folge hier kommt. Ja, das nehmen wir natürlich an, weil wir es ja selber eingeleitet haben und hoffen, dass er viel spielt. Also ab und an ein paar neue Lieder, ihr merkt es ja. Einfach ein bisschen Abwechslung und wie gesagt, die spielen ja eh nur eine hintergeordnete Rolle. Von daher sollte das passen. Noch leer aus der Upload-Plan aktuell für August. Wie gesagt, ich muss mich ranhalten. Sergi Roberto, Bernard und Origi kommen alle. Und Selke ist verliehen worden. Laien können wir ja hier nicht zurückrufen, ne? Ich glaube, damit können wir auch keinen weiteren Spieler mehr verleihen. Aber so ein etwas breiterer Kader, der schadet ja nicht. Oh, es zuppelt leider noch. Sehr nervig. Origi ist für mich auch kein Stürmer, der vorne reingehört, sondern wie gesagt hier eher aufgrund allein schon von geht steil auf den Außen eingesetzt werden darf, muss, soll. Und hier die 74. Bernard, wie gesagt, jetzt als Backup, beziehungsweise
wieder Stammspieler. Wie bei Sevilla. Ja, einige Transfers wiederholen sich, aber nö, ich finde das auch nicht schlimm. Wenn man weiß, welche, was man an dem Spieler hat, warum nicht? Gibt ja auch in echt Manager, die holen dann immer wieder Spieler, wo sie wissen genau, was sie da zu erwarten haben. So, dann wäre Klostermann erstmal Backup. Schick kommt hier rein. Origi direkt mal auf die Bank. Balde dann für ihn auf links außen, rechts außen. Ja, Lemar und Balde, ne, der Monaco-Sturm. Schon nicht schlecht, was Monaco da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat. Immer wieder krass, welche Transfers die tätigen. Sergio Roberto ist ja unser Backup für rechts. Kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Kann vieles spielen. Das ist das Problem immer von vielen Spielern, wenn die zu viele Positionen spielen können. Dann sind die auf keiner richtig gut. Und ich mag Klostermann eigentlich. Ich will den jetzt ungern von der Bank wegnehmen, aber ich muss schon fast. In der aktuellen Form ist da Sergio Roberto stärker. So. Ich will aber davon auch keinen verkaufen. Wie gesagt, der Free soll als Kapitän vorangehen. Brauchen wir so und so immer einen Innenverteidiger-Backup. Wir können es uns nicht leisten oder wollen uns auch nicht leisten, Spieler hier zu verkaufen, außer Dalbert. Und dann hoffen wir, dass wir irgendwann mal Milinkovic-Savic bekommen. Mal gucken, was das für eine WhatsApp war. So. Wird gleich eh nochmal pieksen, mein Handy. Ich weiß es genau. 23 Millionen sieht ganz gut aus, aber reicht mir noch nicht. Ich hoffe, da scheitert es noch nicht. Man weiß ja nicht, wie gut Nizza Geld hat. Stufe 2 haben die ihren Trainer gefeuert. War nicht im Pokal ein anderer Trainer gegen uns? Boah, wenn ich das jetzt noch wüsste, ne? Sag ich doch, piepst nochmal. War aber auch nicht so schwer. So, Bauhof müssen wir auf jeden Fall nochmal ausbauen. Wir können immer noch keine drei Sachen gleichzeitig bauen. Infrastruktur von Inter Mailand ist eine halbe Katastrophe, muss ich einfach mal sagen. Also da wurde bisher deutlich zu wenig gemacht. Und deswegen müssen wir auch die Strategie fahren, Jugendspieler auszubilden und die anderen teuer zu verkaufen. Damit wir Kohle reinkriegen für die Infrastruktur. Das ist echt eine Katastrophe, ey. Wie kann man denn als ehemaliger Top-Verein da so schlecht ausgestattet sein? Ich raff das nicht. Puh. Millionen ist zu wenig. Nizza ist noch im Rennen, das ist gut. Das ist sehr gut. Let's just do what you
Das ist ein altes Lied, das ist bekannt. Und das Spiel gegen Udine gibt es im nächsten Part. Das ist auch bekannt, hoffe ich, oder war zu erwarten. Ich überlege, ob ich Rashford mal kurz einsetze, dass er wenigstens den einen Einsatz dann hat, wenn es irgendwie zulässig ist. Ich würde gerne auch noch mal Scofield spielen lassen. Ja. Ein bisschen rotieren. Können wir vielleicht im nächsten Spiel noch ein bisschen intensivieren. Dann machen wir gerade noch schnell die Taktik. Patrick Schick muss es heute richten. Gegen Perica. Duell der beiden Torjäger. Und ich sage danke fürs Zuschauen. Drückt die Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und um mich zu unterstützen, meine gute deutsche Sprache. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr gerne ein Abo dalassen, um kein Video zu verpassen. Wir sind mittlerweile wieder auf den Champions League-Rängen, was schon mal im Vergleich zum letzten Jahr ein Fortschritt ist. Aber fast schon noch zu wenig für uns. Aber ich sehe uns auf einem guten Weg. Wenn ihr es auch tut, schreibt gerne einen Kommentar oder helft mir mit Tipps. Oder wenn ihr selber Tipps wollt, kann ich euch versuchen, welche zu geben. Ich weiß ja auch nicht alles, aber vieles. Und ja, wenn euch ansonsten irgendwas interessiert, fragt einfach. Schaut in der Videobeschreibung dort viele Links, zum Beispiel zu meinem Instagram-Profil. Wenn ihr wissen wollt, was ich mache, wenn ich nicht gerade aufnehme und am Laufenden Band bleiben wollt. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dort auch mal vorbeischaut. Und nun bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Monat. Ciao! Yeah, yeah.